Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 404 Passion. Ich bin Linus und wir stellen euch heute das Dachzelt Ocean Cross Gobi 140 vor, was bei uns auf dem Defender montiert ist. Wieso haben wir uns für das Gobi 140 von Ocean Cross entschieden? Zu einem ist es ein Dachzelt, was nur auf der Hälfte vom Dach montiert werden kann. Und zwar wichtig, dass wir das Dach nicht voll beladen, sondern halt auch Platz für andere Sachen haben. Außerdem klappt das Dachzelt nach hinten hin zur Hälfte übers Auto hinaus, sodass man halt nicht den ganzen Platz vom Dachträger verschenkt hat. Und zwar wichtig, ein Dachzelt zu nehmen, was einen überdachten Einstieg hat, dass man auch bei Regen trocken runterkommt. Und wir haben das Dachzelt nach hinten hin aufgeklappt, sodass wir hinten am Defender noch eine Unterstellmöglichkeit haben. Das Gobi Ocean Cross haben wir uns ausgesucht, weil der Hersteller bei uns aus der Ecke kommt. Es gibt auch andere Hersteller, die auch sehr gute Qualität verkaufen. Allerdings haben wir bis jetzt noch nicht wirklich viele Probleme mit dem Dachzelt gehabt. Bis jetzt eigentlich nur an der Dachplane, wo die Kedernaht ausgerissen ist. Ansonsten ist es wasserdicht. Wir haben wenig Probleme mit Schimmel. Der Auf- und Abbau gestaltet sich normalerweise recht einfach. Man würde es, wenn man wahrscheinlich das Dachzelt auf ein Passat oder so drauf hat, würde man es auch alleine hinkriegen. Da wir hier ungefähr auf 2,10 Meter oder 2,20 Meter sind, ist es alleine dann doch schwierig, weil der eine ist immer von oben und macht oben alles auf dem Dach mit dem Dachzelt und der andere hilft von unten und unterstützt. Also das ist bei uns speziell mit dem Defender eigentlich nur zu zweit machbar. Genau. Vom Komfort im Dachzelt, die Liegefläche ist 1,40 breit und 2 Meter lang. Ja, wir passen hier super zu zweit rein. Wahrscheinlich würde ein Hund auch noch Platz finden, wenn er hier hoch möchte. Vom Komfort her, die originale Matratze war uns ein bisschen zu dünn. Ich habe da relativ schnell immer Schulterschmerzen aufbekommen, sodass wir jetzt von IKEA noch so einen zusätzlichen Topper verbaut haben. Und damit funktioniert es super, also super zufrieden damit. Den haben wir uns auf die richtige Länge zugeschnitten. Außerdem haben wir ganz schick hier eine Lichterkette verbaut, um es abends auch ein bisschen romantisch hier im Dachzelt zu haben. Zusätzlich haben wir hier einen Controller verbaut, wo man auch die Standheizung rüber regeln kann, weil wir, wenn es kühler ist, trotzdem hier oben schlafen können und dann die Standheizung, den Schlauch hier nach oben legen. Außerdem können wir Außenbeleuchtung von hier oben auch steuern, dass wenn es dunkel ist und nachts müssen wir mal auf Toilette, dass wir hierüber im Notfall keine Stirnlampe mitnehmen müssen, sondern einfach die Lightbars am Auto nach hinten steuern können und somit sicher die Treppe runterkommen. Und USB findet hier auch nochmal Platz, um Handys zu laden. Lüftungsmöglichkeiten bietet das Dachzelt sehr viele. Wir haben einmal links und rechts zwei große Fenster, die man auch einmal mit einem Mückennetz versehen kann oder zuziehen kann. Außerdem nach hinten lässt es sich öffnen und nach oben auch. Wenn man den Regenschutz von außen nicht drauf hat, ist bei uns bis jetzt noch nie runtergekommen. Deswegen nutzen wir das hier oben eigentlich recht wenig bzw. gar nicht. Ansonsten hat man eine super Durchlüftung hier. Was uns ein bisschen stört, ist, dass der Dachzeltstoff relativ lichtdurchlässig ist. Das heißt, mit lange Schlafen ist hier ohne Schlafmaske nichts. Also ich saß hier auch schon mit Schlafmaske im Dachzelt. Ja, weil ab morgens 8 Uhr hier auf jeden Fall die Sonne drin steht und es taghell ist. Aber sonst im einen tut das Dachzelt, was es soll. Wir sind super zufrieden damit und für das erste Dachzelt war es auf jeden Fall das Richtige. Okay, vielen Dank. Kein Problem. Slip and slide, 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 slide